Moin Moin. Und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Ich bin heute. Bahnsteig, wo anscheinend noch Schienenverkehr ist. Wir sind in einer Bunkeranlage, unser Team ist mit dabei. Da kommt zu, falsche Richtung! Wir haben gerade Martin getroffen. Jetzt geht's los. Martin ist da. Auf geht's. So, jetzt Spaß beiseite. Wir haben gerade Survival Martin hier in der Bunkeranlage getroffen. Ja, ist nämlich hier unterwegs und sucht 14 Bommel. Richtig. Die sind hier irgendwo verschollen. Die drehen den 6. und 7. Teil. Ich weiß nicht, keine Ahnung, wo die sind. Weiß nicht, die haben Geld. Auf jeden Fall suchen wir sie jetzt alle zusammen und ich würde sagen, ihr kommt wieder mit. Bartmann, Survival Martin, das Team und ich, auf geht's! Wir beschlossen uns aufzuteilen, um die Suche durch die kilometerlangen Gänge in der Anlage zu beschleunigen. Systematisch durchsuchten wir jeden Raum nach Fritz und Bommel, jedoch ohne eine einzigste Spur von ihnen zu finden. Wir sammelten uns in einem ehemaligen Personalbereich, um die Lage zu besprechen und beschlossen, gemeinsam weiterzusuchen. Leider blieben wir nach stundenlanger Suche immer noch erfolglos. Die Situation war angespannt. Letztendlich beschlossen wir, die Suche abzubrechen und uns die Anlage in Ruhe anzuschauen, wenn wir schon einmal hier sind. Und, haben Sie was gefunden? Viel Schimmel. Schimmel. Ohne Ende Schimmel, wahnsinnig. Schimmel. Wie viele kommen denn da noch? Wo kommen denn die Pferde her? Hier ist eine große Führung. Wo hat da denn Schimmel her? So, bitte einmal immer geradeaus untergehen. Servus. Einmal geradeaus, okay. Hallo. Hallo, mal durch. Ja, komm mal anders, komm. Ja, Leute, also wie ihr gesehen habt, wir sind heute ein paar mehr unterwegs. Und ist gerade wie auf einer Klassenfahrt hier. Jetzt schauen wir mal hier einfach. Wir sind gerade im Technikbereich. Bei den Aufenthaltsräumen. Schauen wir mal, wir gehen jetzt mal Richtung B. Schauen wir mal, wo wir rauskommen. Cool, Licht aus. Ja, sehr gut. Das ist geil. Pass auf, Martin kommt aus der Kühlkammer. 100%. Genau, das ist die Arbeit. Ja. Drück mal. Der ist sogar noch ganz. Das war ein schöner Test. Keiner hat reagiert. Wir werden alle tot. Ja. Haben wir nicht gesagt, wenn einer rennt, rennt an? Nee, das ist genau üben. Ach ja, da hat keiner geworfen. Das müssen wir nochmal üben. Ich gehe wieder zurück. Ach hier. Ach, da ist mit der Lüftung oben. Ja, aber das ist nur ein Teil von den Betten, ne? Das sind die verbrannten Betten, oder? Boah, schau dir das an, das ist ja echt krass. Ja, Leute, also hier sollte man sich auf jeden Fall nicht zu lange aufhalten. Nee. Pah. Da sollte man sie jetzt nicht reinlegen. Mm-mm. Freunde, das ist nicht schön. Hat leichten Pelzbefall. Aber die sind alle so, gell? Ja, hier hat es mal gebrannt, da sind sie schon komplett weg. Tio? Ja. Schaut ja ziemlich weich aus. Willst du drauflegen? Ja, klar. Und dafür nicht in den Bus. Nee, das kannst du echt vergessen hier. Ja. Boah, ist das eklig. Aber wenn die Betten jetzt noch intakt wären, wäre es geil. Könnten wir alle hier schlafen, ja. Aber so mit Sicherheit nicht. Ja, Leute, also wie ihr sehen könnt hier, die Gänge sind endlos lange. Es sind auch überall so Abstellräume. Allerdings halt leider alle leer. Ist nichts mehr da. Außer eine riesen Lüftungsanlage hier. Ja, jetzt schauen wir mal hier noch die
Treppe nach oben. Da sind auch nochmal Betten. Gucken wir mal. Ja, hier natürlich nichts anderes als wie unten. Auch alle Betten total verschimmelt. Ja. Nicht mehr gut hier. Nee, nee. Ja, hier haben wir jetzt mal wieder so ein Bedienpanel. Ganz schön. 83. Genau, Baujahr 83. Hier seht ihr jetzt mal die ganzen Pfeiler am Boden, was ich vorher gemeint habe. Doch, herzlich willkommen, dann kleiner Kammer. Hallo. Hallo. Ihr könnt auch Stiefel aussuchen. Stiefel? Ist nichts mehr da. So, hier sind wir jetzt bei der ehemaligen Schaltzentrale. Hier sieht man noch schön die ganzen Knöpfe und alles. Allerdings kann man nicht mehr erkennen, für was das mal war, gell? Man sieht jetzt nicht mehr, was hier geschalten wurde. Auch hier, wie sie das verdrahtet haben. Ist ja krass. Oder, was sagen Sie dazu? Stopp. Schauen wir hier weiter. Ja, das war die ehemalige Telefonzentrale. Sieht man auch noch alles hier, ganzen alten Sicherungen. Und hier die ganzen Schütze und Relais und alles Mögliche. Schon interessant. Hier auch noch Telefonverkabelung. Ja, ja. Boah, ist das hell. Ich kann das. Ist abdunkeln. Ist immer noch zu hell. Boah, das war zu dunkel. Ja Leute, also hier riecht es noch verdammt nach Diesel. Hier standen wohl mal Aggregate, um das Ganze hier mit Strom zu versorgen. Und genau, hier steht es noch. Abgastemperatur, was steht da noch? Verbrennungsluftdruck, Abgasdruck. Ich hab jetzt Feierabend. Schluss, Leute. Reicht jetzt. Okay. Der letzte macht die Tür zu.